Facts. I'm the man, I list the plan, fool. Any fans that I kick is for your mind, fool. I'm a pimp, so I be up in your mind, friend. Don't be a landlord, check up in the spot. Hey, yo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Und unser kleiner nackiger Freund hier, ja, da waren wir nämlich stehen geblieben. Wir sollten jetzt irgendwelche Apps runterladen, hat die Olle gesagt, und uns neue Klamotten suchen oder holen. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber ich würde sagen, wir fangen an mit den Apps. Was? Wähle Noodle Maps? Halte dann A zum Installieren. Okay, okay. Jawohl. Okay. Was haben wir noch? $4. Scheiße. Director's Cut. Gut. Noodle Maps. Klamotten. Hier hinten. Schnellreise. Na gut. Machen wir mal eine Schnellreise. Ach, dieses verkackte Laden. Gut. Ich hoffe, irgendwann in Zukunft wird es ja kein Ladebalken mehr geben. Tschu, und dann ist das Spiel schon gestartet. Und tschu, und dann geht's weiter. Na, ihr wisst, was ich meine. Verkackter Dreck. Oh, und schon sind wir da. Halbnackig sind wir durch die gesamte Stadt gelaufen. Gott sei Dank. Abgefahren! Was ist mit dir, du Hippie? Hast mir ausgelacht? Lach niemals einen Schwarzen in Unterhosen aus. So, einkaufen. Wir werden sehen. Kann man hier auch komplette Oberteile? Na, wir fangen erstmal langsam an. So, haha, was ist denn hier? Kutte? Yes, of course, Kutte. Ah, die Jacke haut rein. Ah, die Weste ist auch nicht schlecht. Ja, ja, lässt sie mit leben. Ich würde sagen, na, ich würde ja so eine Kutte nehmen, aber was ist denn hier mit seinem T-Shirt? Brille, Hüte, warum? Garderobe, Premium? Halt, okay. Tasche, Schuhe. Dann fangen wir an. Oberteil, ich würde sagen, wir nehmen diese Weste hier. Fetzt schon. Klack. Schuhe? Hose? Was ist denn das hier? Warum ist das nicht alles so eng? Oh nee, ey, ist ja so hipstermäßig. Nehmen wir die Brille. Oh, naja, die hier sieht auf jeden Fall besser aus als das, was wir haben. Tasche? Also, das spielt keine Rolle. Sehen beide kacke aus. Was ist das denn? Helm? Ach nee, ey. Ah, nee. Also, Schuhe. Gibt's hier noch ein paar ordentliche Kickboots? Das hier, wo bin ich denn gelandet? Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. Das ist ja hier Rocker-Ding gewesen, oder? Ich nehme mal einfach so die Karre. So, achso, ich muss ja erstmal gucken, wa? Noodle Maps. Uiuiui. Na gut. Vollgas. Man, der scannt ja wirklich alle. Ne? Ich kann ja an jeder Scheiße hier was drücken. Das war so ein bisschen das, was mich bei Watch Dogs 1 gestört hat. Dieses, egal wo man vorbeifährt, hier und da, zack, anvisiert. Ja, Auto anvisiert. Der visiert jeden Kack an, weil du alles hacken und alles scannen kannst. Und hier Rollerfahrer anvisiert, den ich gerade schön gestriffen habe. Spielt ja alles keine Rolle.
Ja, aber du kannst jetzt sichern, du kannst dir Sachen aus dem Boden fahren lassen, du kannst die Ampeln umstellen, du kannst das Auto hacken, dass das ausfällt und so ein Kack. Sind ja alles coole Spielereien und so, mag ja alles sein. Und wenn man sich damit richtig eingefummelt hat, ist das bestimmt cool. Ich versuche jetzt mal hier, was ist denn mit dem? Gar nichts kann ich machen, weil ich anscheinend nicht genug Energie habe. Hier, was habe ich jetzt gemacht? Botnet-Auflage. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will den in die Luft fliegen lassen oder so ein Kack. Ja, auf jeden Fall, wenn man da später noch viele Sachen freigeschaltet hat und so, dann geht eine ganze Menge, okay. Das ist ja alles cool. Aber ey, jedes Mal hier, Pfeil, der scannt ja wirklich alles an. Und das nimmt so ein bisschen den Realismus. Also das reicht ja schon, wenn ich hier diesen blauen Pfeil auf dem Boden habe. Das hätte ja auch nicht gereicht auf der Karte. Und, weißt du, der blaue Pfeil. Nein, ich muss ihn hier mitten auf der Straße haben und der Pfeil muss auch noch so fett sein wie die gesamte Straße. Aber gut. Alles Gewohnheitssache und später sieht man die Scheiße wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber optisch macht das schon was her, muss ich echt sagen. Sieht schon ordentlich aus, wie der hier mit seinem Moped über die Brücke heizt. Ja. Also, ein GTA-Konkurrent könnte schon sein, aber erstmal abwarten, was noch folgt. Hochstarter! Ich brauche unbedingt einen anderen Klamottenladen. Ich kann nicht als Schwarzer wie ein Rocker verkleidet rumlaufen. Das geht nicht. Hier bei dem Spiel wäre noch richtig cool, wenn ihr den Charakter selber machen könntest. Dann, ja, okay, geil, dann ist es gut, weil du, kannst du den zum, von mir aus zum Rocker machen oder was weiß ich was für eine Klamotten, aber da du hier einen Gangster spielst, ist das irgendwie kacke. Mann, ey, wir fahren hier wirklich durch die ganze Stadt einmal quer durch. Geklärt. Jawohl. Warten, muss ich hier in den Hinterhof? Weg. Mensch, geht doch weg, ey. Ich euch jetzt sage. Was hast du gerade gesagt? Pisse, Junge. Wir waren ja noch mal sprinten, also. Wow, wie cool. Wie komme ich denn hier rein? Hier in den Laden? Ah. Ja. Mach auf. Das hat aber wohl gedauert. Oh. Nett. Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet und Bloom eins auszuwischen stand schon lang auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Möchte ich eigentlich nicht, aber gut, wir machen es einfach.
Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf, wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Okay, Forschungs-App. Aha. Fähigkeitspunkte. Treffsicherheit. Wie viele Punkte habe ich denn? Ah, 2. Geräte beherrschen. Verbessere deine Hacking-Leistung. CTOS 2.0, okay. Personendaten manipulieren, Fahrzeugsicherung umgehen, Hardware-Hacking. Ja, nehmen wir Hardware-Hacking. Das könnte uns vielleicht helfen. Gut. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Erstmal habe ich auch das Gefühl, er ist ein Hipster. Zweitens, ist hier ein Einhorn, wo ein Regenbogen aus dem Arsch kommt? Ja, die sind krank. So, 3D-Drucker. Cool. Ich will das Einhorn erstellen. Na toll. Ich kann nur den Elektroschocker hin. Was ist denn das hier? Soll ich mir die Farbe aussuchen? Aber ich nehme mal nicht so teure Tier. Ja, wohl, wir nehmen mal blau. Ey, was ist denn das hier mit Deadsec? Hab ich das jetzt hergestellt? Den Jumper. Ach so. Dieses Druckgeräusch. Schön. Hallo, ja, zack, hinten ran, weg ist er. So einfach ist das Kanye West. Ich meine. Ich weiß nicht, wie er heißt. Marcus. Denn jetzt? Drucke eine beliebige Waffe aus. Mann, ey. Waffenplatz. Ach ja, Mensch, so geht das. Ach, meine Güte. Hätten sie aber auch sagen können. Na, Pistole. Gut. Was ist das? Spielzeugknarre? Ja, hinten an die Arschtasche und weg ist es. Halte das Auslöser. Ah, so, okay. So, mit wem muss ich jetzt quatschen? Hey, mit Homie hier. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin.
Ohne sie hätte DedSec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schicke DedSec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Ja, Cop-Mission. Ach, jetzt muss ich hier mit allen quatschen. Ja, jetzt kommt Dion. Echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Followerwand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DedSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Ja, genau dasselbe wollte ich auch sagen. So, das ist ja nicht hier. Drücke, okay. That's it. Spaziergang im Park. Verfolge die neue Mission mit der DedSec-App. Es liegt an dir, DedSec-Bekanntheitsgrad in San Francisco zu erhöhen. Je öffentlicher DedSec-Ops sind, desto größer wird ihre Botnet-Macht, die ihnen für ihre Operation zur Verfügung steht. Mission verfolgen. Erreiche den Mission Dolores Park. Achso. Okay. Na dann raus hier. Meine Güte. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Yeah. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Zester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Follower sind immer gut. Kann ich auch hier brauchen. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Nein, Junge, Intervention. Ja. Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan.
Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der Echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Kakani? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Okay. Dann machen wir einen auf DJ Bobo. Schickes Auto. Lässt sie mit leben. So, Deadsack, was ist denn hier? Nee, das will ich da nicht machen. Hacke Bobo, Dex, Telefon an. Oh, die Karre geht ab. Oh. Verdammt ich nochmal. Ja, ich muss das Auto fahren und ein bisschen üben. Leider Gottes. Marcus, Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Nein, nein. Ich will jetzt DJ Bobos Teil da hacken. Kann ich jetzt nicht. Silicon Valley. Lesen wir da. Hey, 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 immer mit der Ruhe. Komm ich da drin? Ah ja, so bestimmt nicht. Ey, wirklich. Die Steuerung ist ja mal voll der After. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dex, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Ja. So, das war ja alles schön gut. Den Rest erledigen wir in der nächsten Folge. Leider Gottes, weil ich muss jetzt Schluss machen, weil sonst wird das Ganze hier zu lang. Und wir spielen dann in Folge 3. Spielen wir dann weiter. Und mal gucken, ob wir dann auch neue Klamotten und so finden. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Okay. Und das war's. Renier hauen. I'm the man, I list the plan for any fans that I kick is for your mind for. I'm a pimp, so I be up in your mind, friend. Don't be a lame on, check up in the spot.